Der hat mich mal etwas Seltsames gefragt. Was hat er gefragt? Das war am zweiten Vormittag. Er kam an meinem Frühstückstisch und fragte, ob mir der Nachtportier den Brief aus Sydney übergeben hätte. So ein Blödsinn, Brief aus Sydney, für mich. Wollen Sie mich auf den Arm nehmen, habe ich gesagt. Darauf entschuldigte er sich und ging zurück in die Rezeption. Später sprach er mich nochmal an und sagte, das mit dem Brief aus Sydney wäre eine Verwechslung gewesen. Eine Verwechslung der Zimmernummer. Hat er Sie nochmal sowas gefragt? Nein. Hatten Sie das Gefühl, dass er Sie beobachtet? Dass er sich besonders für Sie interessiert? Nein, eigentlich nicht. Das heißt, einmal war er in meinem Zimmer, als ich nachmittags unerwartet nach Hause kam. Aber das war wohl wegen der Steckdose am Waschbecken. War die denn kaputt? Ja, ich habe sie nicht gebraucht. Wie heißt der Portier? Er wurde Karl gerufen. Den Nachnamen weiß ich nicht. Welches Hotel? Hotel Elite. Und hier das kleine Becken, aber nur für den Herrn, ja? Zimmer 14, ja, natürlich.